Einen wunderschönen guten Tag oder guten Abend. Herzlich willkommen zu Podcast von Sven Heidenreich. Dies ist eine Bonusfolge. Sie hat keine Nummer, denn es ist etwas Schönes passiert. Ja, wir alle wissen ja, dass Olympus keine Rekorder mehr machen sollte, wollte, wie auch immer. Und aus Olympus wurde er jetzt OM-System. Das ist ja das Markenzeichen oder vielmehr das, worunter auch die Olympus-Kameras laufen. Und unter OM-System kommt jetzt der LSP5 raus. Ja, das habe ich heute Morgen. War es gestern oder morgen? Oder heute Morgen? Egal. Auf jeden Fall habe ich das bei YouTube gesehen, gehört. Es gibt gewisse Kanäle, wo auf Englisch auch gezeigt wird, was mit dem Ding möglich ist. Also, der LSP5 kommt Mitte September raus. Ob er sprechen kann oder nicht, das weiß ich leider noch nicht. Das konnte ich also in den ganzen Informationen bis jetzt noch nicht rauslesen. Ja, diese Aufnahme hier übrigens ist mit dem LSP4 aus gutem Grund, denn ja, Byte 1. Ja, der LSP5. Was gibt es zum LSP5 zu sagen? Also, sie haben auf jeden Fall die Mikrofone wohl verbessert. Das ist jetzt das Tresmic 2 System. Vorher hieß ja nur Tresmic. Also ein verbessertes Mikrofonsystem. Dann hat sich was mit der Speicherkapazität geändert. Also der hat jetzt wohl 16 GB internen Speicher und man kann ihn mit einer 2 Terabyte MicroSD-Karte aufrüsten. 2 Terabyte. Als ich das gehört und gelesen habe, habe ich gedacht, ich fall vom Fleisch. Oder was man auch immer da sagen möchte. Also es ist Wahnsinn. Ich kann es immer noch nicht fassen. Also 2 Terabyte ist ja ordentlich gut. 2 Terabyte Karten werden auch ordentlich kosten. Also ich denke mal, wenn man sich eine 500 Gigabyte Karte holt oder 250 Gigabyte, würde ja auch noch reichen. Ne? Ja, dann hat er wohl mehr Zoom- und Weiteinstellungen. Also man kann mit dem LSP5 wohl ein sehr breites Stereofeld abdecken, also wirklich so eine Rundumaufnahme machen. Mehr noch als mit dem LSP4. Ne? Also der LSP4 hat ja nur bis Zoom 6 und Weit 3 und der LSP5 soll wohl mehr Stufen haben. Jedenfalls habe ich das so verstanden. Auf jeden Fall, dann soll es noch so eine Aufnahmesituation geben. Ich weiß nicht, wie nannte sich das, irgendwas mit Weit. Jedenfalls bei einer Situation werden die Höhen und Mitteltöne angehoben, sodass man es gut für Sprache benutzen kann. Das soll wohl auch noch da drin sein. Ich weiß jetzt nicht, unter welchem Punkt. Aber ja. Und man soll ihn mit einer App bedienen können. Diese App nennt sich wohl DVR Remote oder nur DVR. Ich weiß es nicht. Ich habe diese App noch nicht gefunden. Ich habe zwar mehrere Apps gefunden mit DVR, aber keine, die jetzt, also ich gehe mal davon aus, dass die erst rauskommt, wenn der Olympus, also vielmehr der OM, also das Ding nennt sich wirklich OM LSP4, also nicht mehr Olympus LSP4, sondern OM LSP4. 5. Entschuldigung, LSP5 natürlich. Kleiner Versprecher, finden wir noch beim Vierer. Ja, lassen wir drin, hier wird nicht geschnitten. Also OM LSP5. So. Ja, hat mich sehr gefreut, dass ein neuer Audiorekorder rauskommt. Er soll 219 Euro kosten. Das ist auch der Grund, warum ich glaube, dass er sprechen kann, weil ich bin einfach der Meinung, also wenn er nicht sprechen könnte, müsste er eigentlich günstiger sein. Also insofern glaube ich mal oder gehe mal davon aus, dass er sprechen kann. Wissen tue ich es natürlich nicht und ich hoffe natürlich auch, dass die App, die ja für Android und iOS ist, also diese DVR Remote App oder wie auch immer sie heißen mag, DVR oder DVR Remote, dass die halt auch mit VoiceOver bedienbar ist. Ne? Das ist also auch, was ich auf jeden Fall hoffe, weil, also eins von beiden sollte auf jeden Fall schon sein, entweder, dass das Gerät spricht oder dass das mit der App gut bedienbar ist. Schauen wir einfach mal, wie das so
wird. Ja, es gibt, wie gesagt, gewisse Videos, die sind aber nur auf Englisch. Deshalb werde ich jetzt da auch keinen Link oder so reinstellen. Das hätte ich gemacht, wenn es ein deutsches Video gäbe. Weil ja auch einige, es kann ja nicht jeder Englisch und man kann ja nicht davon ausgehen, dass jetzt, stelle ich es mal einfach rein. Sondern ich finde schon, dass es wichtig ist, dass man es versteht. Und ich meine, ich kann auch, also ich habe ein bisschen was verstanden, aber jetzt auch nicht so gut, dass ich jetzt sagen kann, ich meine, ich habe es mir zwar reingezogen, aber ja, ich hätte es auch lieber auf Deutsch gehört, einfach weil ich Deutsch besser verstehe. Ja, aber das, was ich halt rausgehört habe, man hat auch ein bisschen Probeaufnahmen gehört, also sie haben immer so ein bisschen reingeschaltet, mal Vögel, mal Meeresrauschen, mal, ja, also ich finde schon, dass er sehr gut aufnimmt, also er scheint wirklich auch, ja, die Höhen und die Bässe sind wohl wirklich ausgefeilter, würde ich mal behaupten. Ja, weiteres muss man aber in Tests sehen. Also ich hoffe, dass ich ihn auch irgendwann habe und ihn dann euch auch zeigen kann. Ich gehe aber mal davon aus, dass wir natürlich unser Dreamteam wieder erleben werden. Stefan Merck und David George. Ich hoffe ja, dass die beiden den vorstellen und habe mit Freunden ja schon gewisse Witze drüber gemacht, wie, also kann ich ja auch einfach mal verraten, ist ja hoffentlich nichts Schlimmes dran. Also wir haben uns so richtig vorgestellt in dem Moment, ja, wie würden Stefan und David das wieder vorstellen, und dann habe ich so Sachen durchgespielt, wie David Georgi kommt also zu Stefan Merck und sagt, ja, ich habe mal wieder einen Audiorekorder mitgebracht, und Stefan sagt ganz genervt, ja, schon wie, den hatten wir doch schon, das ist doch der LSP4 oder ist es der LSP2, was hast denn du da? Nein, es ist der LSP5 von Olympus. Und dann sagt, naja, Olympus, nee, es heißt jetzt OM. Also so haben wir halt rumgesponnen so, und das fand ich eigentlich ganz lustig, und naja, so wird es natürlich nicht passieren, aber ich gehe mal davon aus, dass bestimmt Stefan Merck da einen Test machen wird, denn die Tests von ihm haben mich ja letztendlich dazu gebracht, auch so ein Ding zu kaufen, und ja, der macht das natürlich weitaus besser, vor allem mit David Georgi. Aber so eine Dinger stellt man sich jetzt schon vor, ne? Also ja, und ich bin ja echt mal gespannt, ob da was kommt, aber ja, ob er ihn testen wird und was er dazu sagt. Auf jeden Fall soll er wirklich besser klingen und besser aufnehmen. Naja, das wird gesagt, ne? Also natürlich werden sie daran gearbeitet haben, gehe ich mal davon aus. Man hat wieder diese Pre-Recording-Funktion reingenommen, ne? Also ein paar Sekunden vorher nimmt er auf, und wenn man dann auf Record drückt, hat man auf jeden Fall auch die Töne davor. Also dann Smart Recording ist wieder drin. Da wurde irgendwas gesagt von Aufnahmetaste gedrückt halten, dann geht er wohl in den Smart-Modus. Ja, und dann muss man halt nochmal auf Aufnahme drücken, und dann, also erstmal analysiert er den Raum, und dann kann man halt aufnehmen. Also das gibt's auch wieder. Overdubbing soll er wohl auch haben. Wie gesagt, das sind ja erstmal auch Vermutungen. Ganz genaue Informationen, wie gesagt, findet man ja bei der, also auf der OMD-Seite da, oder auch Olympus, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall, da kann man auch teilweise nachlesen. Es gibt auch gewisse Testberichte schon. Also das ist Test, der wurde auch noch nicht richtig getestet, aber wo halt Informationen drin stehen. Also man eingibt OM LSP5, dann findet man schon gewisse Sachen schon über ihn, aber halt noch nicht viel. Also bei Amazon habe ich ihn noch nicht gesehen. Ist logisch, den gibt es ja noch nicht. Also ich denke mal, dass das alles erst Mitte September losgeht. Ich hoffe es zumindest. Dann werden wir auch die App haben, und dann, ja. Wie gesagt, das sind erstmal alles so Informationen, die ich halt aus dem Netz habe. Ja, es ist nichts, und wie gesagt, ein paar Videos gibt es davon. Auf den Kanälen von OM System oder OM System. Ja, da wird so ein bisschen der erklärt, und welche Funktion er hat, und wie gesagt, da haben sie es auch gesagt mit den Zoom-Stufen, und dass man halt wirklich ein extrem breites Stereofeld hat, und man hat auch, wenn man halt
auf Zoom macht, dass man halt wirklich das Center hat. Also die Seiten werden total, sind dann total weg. Ne? Also man hört wirklich nur das Center, also die Mitte. Ne? Also gut, ob es wirklich so ist, man weiß es nicht. Ne? Aber ich freue mich auf jeden Fall, dass es wieder so einen Audiorekorder gibt. Und ja, je nachdem. Ich hoffe natürlich, dass entweder die App gut funktioniert oder das Gerät selber sprechen kann. Ich sitze natürlich leider nicht an der Quelle. Also ich denke mal, so Leute wie Stefan Merk und David Georgi, die wissen garantiert schon mehr. Ja. Aber ich kann das ja nur das weitergeben, was ich irgendwie im Netz finde. Und ja, es ist auf jeden Fall eine wunderbare Nachricht. Also wir sind hier auch, haben dann auch rumgewhatsappt und haben uns richtig drüber gefreut. Und ja, und egal was ist, also es wird auf jeden Fall ein guter Audiorekorder. Und wenn man den wirklich mit einer iOS-App bedienen kann und die App einigermaßen mit VoiceOver bedienbar ist, dann ist das natürlich eine gute Sache. Vor allem, ja, wenn man natürlich mit dem iPhone, da, man kann also auch über die App die Zoom-Einstellungen machen und die das Aufnahmeformat einstellen und alles. Das kann man alles wohl auch über die App machen, natürlich auch über das Gerät, aber ja, das ist halt alles möglich. Und das finde ich einfach Wahnsinn. Also, dass endlich mal ein Gerät rauskommt, was wirklich ein bisschen smarter ist, sage ich mal. 16 GB interner Speicher und 2 Terabyte Karte. Also MicroSD-Karte. Ja gut, jetzt könnte man natürlich sagen, 2 Terabyte, wer braucht das? Ne? Aber andererseits, die Dateien werden ja sowieso auch immer größer. Also der kann wieder 24 Bit aufnehmen. Ne? 96 Kilohertz, 24 Bit ist das Höchste. Ja, und MP3 auch das Üblichste. Ne? 320, 128, glaube ich, 64, ja, so in dem Dreh. Also das ist das, was wir erwarten können. Ja, die Situationen sind natürlich alle wieder da. Ne? Also ich denke mal, da wird Diktat, Meeting, Konferenz, Vortrag, laute Situation wird wahrscheinlich da drin sein. Und vielleicht noch, ja, Musik war ja immer drin. Ja, mal gucken, vielleicht ist auch noch die ein oder andere neue Funktion drin. Also wie gesagt, die sind auch wieder dabei. Der Kopfhörerausgang soll sich verbessert haben und der Mikrofoneingang, den kann man jetzt wirklich auf Line umstellen. Also es ist so ein bisschen wie beim LS100 wohl. Man kann im Menü wählen, ob man den als Line-Eingang oder als Mikrofoneingang nehmen kann. Das finde ich natürlich richtig geil, dass man dann endlich auch einen richtigen Line-Eingang hat bei so einem kleinen Gerät. Ne? Also ja, man hat dann wirklich ein LS14 in Kleinformat, würde ich behaupten. Natürlich noch mit besseren Mikrofonen, ne? Weil, naja, die Mikrofone werden natürlich besser aufnehmen als die von vom LS14. Und wenn er dann wirklich auch noch Overdubbing hat und das Overdubbing hoffentlich auch ohne Verzögerung funktioniert, also das fände ich mal ganz interessant. Ja, dann ist das wirklich ein super Gerät und ich freue mich auf jeden Fall drauf, also ich werde mir auf jeden Fall irgendwann sicherlich holen, denn wenn es um Audiorekorder und Diktiergeräte geht, also das ist das Einzige, wo ich halt wirklich noch ein bisschen im Trend sein möchte und vor allen Dingen, wenn die für uns Blinde bedienbar sind, dann möchte ich da schon drüber berichten auch und ausprobieren können und ja. Ja, und ich hoffe mal, dass sie auch das Grundrauschen ein bisschen wegmachen. Ne? Also ihr hört ja jetzt hier auch der LSP4, ein super Rekorder, aber man hört natürlich gut, ich habe jetzt auch auf manuell und ganz hoch, aber habe auch den Limiter eingeschaltet, den Musiklimiter, weit 1 wie gesagt, aber man hört halt immer so ein Grundrauschen. Naja, vielleicht haben sie das ja bei dem neuen ein bisschen reduziert, das wäre natürlich super. Ja, ohne Qualitätsverlust natürlich. Das wäre natürlich super. Also ich bin auf jeden Fall wirklich gespannt, wie das Ding auch vor allen Dingen aussieht. Er wird mit 2 Batterien gehen, also nicht so wie beim LSP4 oder LSP2. Der LSP5 wird 2 Batterien wieder haben.
Ja, ganz normal wird aufgeladen und alles, ne? Also, ja. Mehr kann ich eigentlich dazu nicht sagen. Wie gesagt, das sind alles Informationen aus dem Netz und von YouTube. Sollte es mehr Informationen darüber geben, werde ich selbstverständlich euch die zukommen lassen. Ja, und ich bin ja mal gespannt, ob, wie gesagt, Stefan Merk oder und David Georgi, ob die halt wieder ja, ihre gemütliche Runde machen und den LSP5 testen. Ja, vielleicht passiert das ja auch. Lassen wir uns überraschen. Wie gesagt, würde mich natürlich sehr freuen, weil das natürlich wieder wirklich so ein Back to the Roots Ding wäre. Ich habe diese Podcasts sehr geliebt. Ich habe damals wirklich, es fing ja alles an mit dem DS50 und gut, da habe ich zu der Zeit habe ich noch keinen Podcast gehört, aber das war ja das, ne, dieser ganze Aufbau bei Stefan Merk, ne, DS50, DM550, LS3 und LS11 wurde ja auch noch getestet und so, ne, und dann irgendwann kamen dann ja so Sachen wie DM5, ne, also das wurde ja alles, hat sich alles so aufgebaut und ja. Und das hat mich ja letztendlich dazu gebracht, auch mich selbst dafür zu interessieren. Und ja, kann man nur gespannt sein. Auf jeden Fall, ja, das war also diese kleine Bonusfolge. Und mit dem LSP4 aufgenommen. Es kommt also der OM-LSP4. So wird diese Folge auch heißen. Ja. Wer noch genauere Informationen darüber hat, kann natürlich gerne einen Audiobeitrag darüber machen. Das ist kein Problem. Ne? Also sollte ich was unterschlagen haben oder hat jemand noch mehr Informationen über das Ding, dann natürlich gerne immer weitergeben. Ne? Wir wollen ja auch nicht, dass irgendjemand falsche Informationen. Ja, aber auf jeden Fall freue ich mich sehr über das Gerät und ich bin gespannt, was für Features der noch so hat und wie er halt wirklich aufnimmt. Und wir können gespannt sein. Ja, das war diese kleine Bonusfolge. In diesem Sinne, macht's gut, Leute, und seid auch wie ich gespannt auf den OM LSP5. Jetzt habe ich es richtig gesagt. Und ja. Und wir hoffen, dass er sprechen kann und dass die App gut bedienbar ist. Jo. Das war's und wir hören uns. Ciao, ciao.